Ja, meine Damen und Herren, lernen. Man denkt vielleicht, Wissen erwerben? Wissen gehört dazu zum Lernen oder zum Effekt des Lernens. Aber ich meine, zum Lernen gehört noch viel mehr, nämlich auch Erfahrungen sammeln und Urteilskraft gewinnen. Wissen mal Erfahrung mal Urteilskraft, eine schöne Formel für die Lebensgestaltung. Was ich aus Kunst und Kultur gelernt habe, nun, da kann ich eine Menge natürlich zu sagen, denn inzwischen arbeite ich ja in diesem Feld. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es vielleicht richtig wäre, diesem etwas knöchernen Titel ein anderes Motiv noch zu geben, was meinen Vortrag durchzieht. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Sie haben jetzt auch gelacht. Man kriegt immer den Lacher, obwohl die meisten den Spruch kennen. Warum ist das so? Ich denke, das hat damit zu tun, dass in dem Wort schön etwas drinsteckt, was wir nicht so richtig erfassen können. Kunst, da sagen wir auch manchmal, das hat was. Zur Arbeit sagen wir das seltener. Das hat was. Manchmal auch die Leute, die gerne arbeiten. Das hat was für mich. Aber bei Arbeit denken wir eher an die Alltagswelt und bei der Kunst eher an das Reich jenseits des Alltags, wo wir uns drin bewegen, unsere Erfahrungen sammeln, unsere eigenen Gedanken entwickeln. Und so habe ich meinen Lebensweg, den ich Ihnen jetzt vortragen möchte, in ungefähr 3 Stunden, in 5 Abschnitte geteilt, die alle die Überschrift haben mit einem I beginnen, damit es für Sie ganz einfach ist. Es beginnt mit der Invention für die Kindheit, geht weiter zur Inspiration für meine Jugend. Ich werde nicht alles erzählen aus meiner Jugend, keine Sorge. Geht dann weiter, das Wort Initiation erkläre ich nachher, warum ich das für meinen Berufsstart genommen habe. Die Interaktion für den ersten Teil meines beruflichen Lebens und schließlich 5. Identifikation. Manch einer von Ihnen wird diese Stücke von Johann Sebastian Bach kennen, Invention, 2- und 3-stimmige. Man lernt sie so in den ersten 2, 3 Jahren, wenn man einigermaßen übt. Und ich habe einigermaßen geübt. Und so mit 10, 11 habe ich diese kleinen Stücke gespielt, auf dem Klavier, nicht weit von hier, an der Kreuzeskirche, zu Hause. Diese Stücke leben von einem Kontrapunkt. Da wird eine Melodie gespielt und die andere Stimme korrespondiert, aber sie ist ganz anders. Der Rhythmus ist zwar gleich, aber es ist gegeneinander gesetzt. Und das, meine Damen und Herren, ist etwas Entscheidendes an der Kunst, dass es gelingt, und wenn es nur 2 Stimmen sind, Gegensätzliches zusammenzubringen, zusammenzudenken, ob das die Gegenwart, die Zukunft, die Vergangenheit manchmal ist in Kunstwerken, in Bildern, in Choreografien, in Theaterstücken. Dinge, die ungleichzeitig sind, auf den Moment zusammenzubringen, das macht Kunst aus. Und ich habe dabei gelernt, 2 Melodien, manchmal auch 3, bei den 3-Stimmen-Inventionen gleichzeitig zu spielen. Jede irgendwie doch zu hören, die eine hervorzuheben, die andere nicht. Das war das, was ich da gelernt habe, unter anderem. Ein weiteres Erlebnis habe ich nie vergessen. Und ich habe die Sorge gehabt, dass es mir heute vielleicht auch so gehen könnte. Ich habe Klavier vorgespielt, es waren noch mehr Leute im Saal als heute hier. Und mitten in der Beethoven-Sonate kam ich raus. Ich hatte es vergessen, ich habe auswendig gespielt. Also wieder von vorne begonnen und an derselben Stelle wusste ich wieder nicht weiter. Das Publikum hat mehr geschwitzt fast als ich, denn ich ging in aller Ruhe auf meinen Platz, holte meine Noten, legte sie hin und begann das 3. Mal von vorne. Und Sie glauben nicht, wie die mir applaudiert haben hinterher. Aber das war eine sehr schwere Erfahrung. Vielleicht war das auch eine der Erfahrungen, wo ich dann wusste, naja, mit Klavier, obwohl ich dann schnell Studentenausweis hatte, sollte ich vielleicht nicht meinen Berufsweg gehen, denn bei Reden kann man leichter schummeln. Ja, das nächste Kapitel meiner Jugendzeit habe ich ja überschrieben mit Inspiration. Und auch da möchte ich Ihnen Geschichten erzählen. Als ich dann so 16 war, ging ich zu meinem Klavierlehrer und sagte ihm, lieber Herr Jure, ich möchte gern einen Chopin-Walzer spielen. Und er sagte, Oliver, das geht nicht.
Da muss man ganz viele Kaffeehäuser besucht haben und sehr viel Erfahrung mit Frauen gesammelt haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, einen 16-jährigen jungen Mann, also jung, so ein Satz, den habe ich natürlich nicht vergessen. Und von da an habe ich natürlich noch mehr geübt. Inzwischen war ich übrigens ab und zu mal in einem Kaffeehaus. Ich habe geübt und ich erinnere mich an eine Situation, die ich so nie mehr erlebt habe. Es war das Scherzo von Bemol von Chopin. Und jetzt komme ich zu dem Teil Arbeit. Ich habe eine Stelle einfach nicht beherrscht. Und sie war mit die schönste Stelle. Ganz breit musste man die Arme machen und dann ging das wieder zusammen und wieder auseinander. Ich kann es jetzt leider nicht vorspielen, es ist kein Klavier hier und ich könnte es auch nicht mehr. Ich habe diese Stelle 20, 30 Mal hintereinander gespielt und plötzlich kam sie richtig. Und dann habe ich es weitergespielt und weitergespielt. Ich habe mich in eine Ekstase gespielt. Und ich weiß nur, dass ich mich plötzlich auf den Boden schmiss und lachte. Ich war außer mir. Ich hatte nichts getrunken, nichts genommen. Und die Musik hat es mit mir so gemacht. Eine Erfahrung, wo ich gelernt habe, Emotionen auch wirklich zuzulassen. Und manchmal ist es auch richtig, dafür zu arbeiten, dass man in diesen Trance-Zustand hineinkommt. In diesen Zustand nenne ich es mal des Flows, wo alles von selber läuft. Wir hatten diese Situation tatsächlich auch dann in der Kulturhauptstadt 2010 in einer Organisation. Da lief dann fast alles wie von selbst. Als wir die Abschlussveranstaltung machten, hat das nur 2,5 Monate gedauert, wo man normalerweise 1,5 Jahre für brauchen würde. Nun, das waren meine Erlebnisse mit dem Klavier, mit künstlerischer Arbeit. Und jetzt komme ich zu meiner Studentenzeit, Initiation. Ich war zunächst einmal als Musiker unterwegs, aber eben als Hobbymusiker. Wir haben Quartett gespielt, Flötenquartett, Klavierquartett. Ich habe Klavierunterricht gegeben und habe mich da so durchaus neben meinem Jurastudium für die Musik weiter begeistern können und das Gemeinschaftserlebnis gehabt. Im Chor singen, gemeinsam atmen, eine Hamollmesse singen, wunderbare Erlebnisse, die mich sehr, sehr weiter bereichert haben. Und dann kam ein Punkt, wo ich als Jurastudent in das Essener Theater, in das Gelotheater gegangen bin, in die Dramaturgie und die Verwaltung. Und ich habe es deshalb mit Initiation überschrieben, dieses Kapitel, weil da mir dieser Einfall kam oder dieser Gedanke kam aus dieser Kombination von Kunst, Kultur. Ich war damals 1980 auch gerade in die SPD eingetreten. Politik und Jura einen Beruf zu machen, nämlich die Kunst, Kultur zu ermöglichen, zu meinem Leitmotiv zu machen. Also hier arbeiten für die Kunst, aber eben nicht als Künstler, sondern, das würde man ja nicht sagen, Kunstarbeiter, sondern als Kulturarbeiter weiterzukommen und weiter etwas zu tun. Ich war da im Theater und habe mich erkundigt. Es gab in Deutschland noch keinen Studiengang für Kulturmanagement, nur in Wien. Dort bin ich hingefahren und von da an habe ich mich immer mehr mit dieser Frage beschäftigt. Was kann man tun, um Kunst zu ermöglichen, um die Rahmenbedingungen für Kunst zu verbessern, um ein gutes Management, eine gute Verwaltung aufzubauen. Und das war der Grund, warum ich dann auch weitergegangen bin in meinem Berufsleben in Richtung dieses Berufes. Und mit 35 Jahren wurde ich ja dann Kulturdezernent. Aber davor war ein anderer Berufsstart und diese Phase habe ich ja überschrieben mit Interaktion. 1986 kam ich zum Deutschen Städtetag. Der Deutsche Städtetag hat seine Geschäftsstelle in Köln. Ich bin Ruri, obwohl manchmal in meinem Lebenslauf, weil ich in Köln geboren war, immer steht der Kölner Oliver Scheidt. Darüber ärgere ich mich. Ich muss das irgendwie mal ausmerzen. Aber ich habe doch eine rheinische Wurzel, denn meine Großeltern mütterlicherseits waren auch waschechte Kölner. Und dort in Köln habe ich den Karneval erlebt. Das war mir vorher eher etwas, was ich nicht so genossen habe. Und plötzlich wurde ich hineingezogen in eine andere Form von Kultur, in eine Volkskultur, in eine Kultur, die gelebt wurde von Menschen in diesem bürokratischen Apparat des Städtetages. Sobald der Karneval auf uns zukam, waren alle in einer ganz anderen Situation, ganz anderen Zuständen. Und ich habe da mit Jochen Diekmann, dem späteren Finanz- und Justizminister Nordrhein-Westfalens, der mein Freund und Kollege war, da haben wir dann immer für den Kölschen Abend
Musik gemacht. Er Gitarre, ich Klavier, noch ein anderer hat Bass gespielt. Zum Beispiel konnte ich damals auswendig Alles hat ein Ende und nur die Wurst hat zwei. Wir haben die Wildecker Herzbuben gemacht, also aber natürlich auf Texte des Städtetages, umgedichtet, monatelang geübt. Und dieser Karneval, das kam wirklich aus den Menschen heraus. Es war mein Schicksal, dass ich am 9. November 1989 für meine Doktorprüfung lernte und ich kriegte gar nicht mit, dass die Mauer fiel. Ich wachte am nächsten Tag auf, ich hatte mündliche Prüfung, oh, die Mauer ist gefallen. Ja. Hab mich noch schnell darauf vorbereitet, auf irgendwelche Fragen zum Grundgesetz. Und ab da war ich Beauftragter für die Städte in der DDR. Und da habe ich wieder erlebt, wie Interaktionen stattfinden zwischen zwei deutschen Kulturen. Eigentlich sprechen wir dieselbe Sprache, die Musik wird dort auch wunderbar und wurde wunderbar gespielt, aber vieles wurde umgewertet, umgedeutet. Anders als der Karneval kam es nicht von den Leuten alles selber, sondern es kam vieles von oben. Und das habe ich als eine große Bereicherung empfunden, hier zu erleben, wie die deutsche Identität, darauf komme ich nachher nochmal zurück, sich langsam Bahn gebrochen hat und der deutsche Einigungsvertrag dann diese beiden Staaten zusammengeführt hat. Seither heißt Deutschland ja Kulturstaat. Seither ist auch auf der Bundesebene viel mehr Kulturförderung platziert. Interaktion habe ich dann aber vor allen Dingen hier gelernt und erlebt, in der Stadt Essen. Wir haben von vornherein das Kulturdezernat, ich hatte übrigens eine Visitenkarte, stellen Sie sich das mal vor, als ich hier begann, 1993 stand auf meiner Visitenkarte Dezernent für Kultur und Freizeit. Ich habe die noch. Freizeit stand für Grugerpark. Man wollte nicht schreiben, Dezernent für Kultur und Grugerpark. Ich war nämlich der erste Wahlkleiter des Grugerparks. Also ich habe Freizeit nicht so viel. Jedenfalls war das wunderbar, dass ich diese Visitenkarte hatte, aber sie verschwand bald, weil ich dann für Bildung zuständig wurde und damit Allianzen zur Bildung machen und gestalten konnte. Wir haben sehr viel für die Stadtentwicklung getan. Wir haben wenn Sie nun mal dieses Pendant zwischen Lichtburg, Volkshochschule und Münster sehen, was wir da gestaltet haben, den Kulturpfad erleben, entlanglaufen, wo man Interaktionen zwischen Kunstwerken und Architektur erleben kann, vom Münster zum Volkmar-Museum an den Blauen Steinen. Viele, viele Interaktionen konnten wir und konnte ich gestalten und habe ich erlebt und gemerkt, was das bedeutet, wenn verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammen ein Ziel verfolgen. Sie merken übrigens, dass ich immer mehr wegkomme von der Kunst, immer mehr zur Kultur, die uns ausmacht, die uns das Verbindende zwischen Menschen, zwischen Kulturen, zwischen Gemeinschaften, besser gesagt, in den Blick nehmen. Und ich komme aber nachher auf die Kunst zurück. Interaktion war auch dann zwischen den Ruhrgebietsstädten das Thema, als wir 2001 sieben Dezernenten die Idee hatten, am 10. Januar 2001, das Ruhrgebiet könnte sich um die Kulturstadt Europas bewerben. Aber dieses letzte Kapitel, dieses fünfte Kapitel, hat trotzdem die Überschrift Identifikation. Dieses Wort hat ja zwei Bedeutungen. Zum einen, ich identifiziere mich mit etwas, bekenne mich also zu etwas. Und ich kann es aber auch als Verb verwenden und sagen, ich identifiziere etwas. Das heißt, ich erkenne etwas. Und zwar immer in seinen Eigenheiten. Ich erkenne etwas mit seinen Eigenheiten, deswegen sage ich, ich identifiziere dich oder den oder diese Gemeinschaft. Und ich identifiziere mich mit etwas, wenn ich mich dazu bekenne und sage, das gehört zu mir, mit dem möchte ich mich identifizieren. Und das ist eine ganz große Aktion gewesen. 5,3 Millionen Menschen versuchen zu bewegen, 53 Städte, sich zu identifizieren, im doppelten Sinne zu bekennen und zu erkennen, dass man eine Gemeinschaft ist in Europa, als große, wir haben es dann Metropole genannt, aber jedenfalls als eine Gemeinschaft von vielen Menschen, die in einem großen Ballungsraum leben und doch zumindest eine gemeinsame Sprache sprechen, auch wenn 140 Nationen hier sind. Und dies war unsere Hauptaufgabe, die Identifikation zu initiieren bei den Menschen und von ihnen natürlich auch viel mitzunehmen, bei Schachzeichen, bei der Sperrung der Autobahn, vielen anderen Erlebnissen. Ein Erlebnis aus der Kulturhauptstadt haben nicht so viele Menschen mitbekommen. Da hat Nizhny Novgorod und Essen zwei Schulen zusammengearbeitet. Junge Mädchen aus Borbeck von dem Mädchengymnasium und junge Schüler aus einer deutschsprachigen Schule aus Nizhny Novgorod haben Briefe von Menschen, jungen Männern aus Stalingrad zu einem Theaterstück verarbeitet, die
Heimat, Abschied, Liebe, Tod die letzten Briefe geschrieben haben. Und es war schon ein besonderer Effekt, dass junge Mädchen Briefe von jungen Männern zitierten und junge Russen dann Briefe von jungen Männern aus Deutschland in etwas gebrochenem Deutsch. Und da setzte sich einer dieser jungen Männer ans Klavier und spielte diesen Chopin-Walzer, den ich so liebte. Und dann zitierte er aus einem Brief und sagte, ich bin Pianist. Er schrieb ihn nach Hause als junger Deutscher, den er spielte. Und ich kann nie mehr einen Chopin-Walzer spielen, weil meine beiden Finger gerade abgefroren sind. Und er umwickelte seine Finger mit einer Mullbinde, setzte sich wieder ans Klavier in diesem Theaterstück auf Zeche Karl und versuchte, den Chopin-Walzer zu spielen. Und es gelang ihm nicht. Es war für mich so eine anrührende Szene, dass ich nach vorne gesprungen bin und habe gesagt, was haben wir eigentlich gelernt? Wir haben gelernt in der Kulturhauptstadt, dass viele Menschen zusammen etwas bewegen können. Aber vor allen Dingen haben wir gelernt, dass wir 60 Jahre in Mitteleuropa in Frieden leben und die Kultur uns so verbindet, dass wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Dass wir uns miteinander identifizieren und uns zugehörig fühlen. Und das war für mich ein wunderbares Erlebnis. Und Sie sehen, es geht beim Lernen nicht nur darum, etwas zu wissen. Es geht beim Lernen immer darum, etwas zu erfahren und Urteilskraft zu gewinnen. Und wenn wir viel erfinden und Erfindung zulassen, Inventionen, wenn wir es zulassen, dass wir uns inspirieren lassen, von Kunst und Kultur unsere eigene Position zu beziehen, im Dialog mit dem Kunstwerk, wenn wir interagieren und letztlich auch an unserer eigenen Identität immer wieder arbeiten, indem wir uns mit Kunst und Kultur befragen lassen, dann haben wir alle gewonnen. Und ich hoffe, dass Sie noch viele Kunst- und Kulturerlebnisse haben, aus denen Sie diesen Gewinn ziehen. Vielen Dank.